Thank you.
Guten Abend aus meinem Atelier. Heute vor einem Jahr ist die Idee mit dem Konzert der Chopin-Gesellschaft Hamburg und Sachsenwald entstanden. Am heutigen Abend ist er soweit. Aber anders als sonst, jetzt inmitten einer Kunstausstellung. Die Musiktöne mischen sich direkt mit Wandern sanft über die strukturellen Flächen und zwischen die verschiedenen Formen meiner hölzernen Werke. Es ist bekannt, dass Musik sich schon immer in der Nähe des Holzes wohlgefühlte. Ich hoffe, dass dies auch am heutigen Abend so empfunden wird. Allen meinen Freunden, den Sponsoren Orlen Deutschland und ihren Star-Tankstellen, der KW Europa GmbH sowie den beiden Musikern, ein großes Dankeschön, dass mein Traum am heutigen Abend in Erfüllung geht. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Auch vom Freundeskreis Sammlung der Viria wünschen wir einen schönen guten Abend. Der Freundeskreis möchte dieses Atelier, das mit den vielen hervorragenden Kunstwerken Jan de Verias ein einmaliges und einladendes Ambiente bietet, verstärkt für Ausstellungen, Veranstaltungen und als Begegnungsstätte nutzen. Dieser Abend mit der Chopin-Gesellschaft passt wunderbar in dieses Konzept. Heute Abend begegnen sich Musik und bildende Kunst. Durch die wegen der Corona-Epidemie verfügten Einschränkungen sind für die bildenden Künstler Ausstellungsmöglichkeiten und für Musiker Auftrittsgelegenheiten weggefallen. Viele stehen deshalb vor existenziellen Problemen. Umso begrüßenswerter ist es, dass die Chopin-Gesellschaft die zurzeit vorhandenen Möglichkeiten nutzt, dieses Konzert zu veranstalten. Und wir möchten die Gelegenheit nutzen, alle Interessierten herzlich einzuladen. Am kommenden Sonntag, den 30.08., findet um 15 Uhr hier im Atelier Jan de Verias eine Ausstellungseröffnung mit seinen Werken statt. Die Einführungsrede wird der langjährige Leiter des Barlach-Museen Güstrow, Dr. Volker Probst, halten. Allen weiterhin einen schönen Abend. Genießen Sie das Konzert. Auch von mir nochmal einen schönen guten Abend. Als erstes haben Sie gehört aus dem zweiten Band des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach sein Präludium und seine Fuge in H-Dur. Weitermachen werde ich zunächst mit Franz Liszt, nämlich aus den transzendenten Etüden die Nummer 8, Wilde Jagd. Er hat von allen transzendenten Etüden gibt es drei Versionen. Zunächst die erste Version, die er in sehr jungen Jahren geschrieben hat, die er benutzte, um Tourneen zu veranstalten, um zu touren. Die war vor allem sehr virtuos. Dann hat er in mittleren Jahren eine zweite Version geschrieben von den transzendenten Etüden. Dort hat er Melodien hinzugefügt, bestimmte virtuose Läufe entfernt, die vielleicht der Musik nicht gut getan haben. Und im Alter hat er eine dritte Version geschrieben. Das ist die Version der transzendenten Etüden, die wir heute kennen. In denen hat er die transzendenten Etüden stark vereinfacht, sodass jeder sie spielen konnte. Denn zu seiner Zeit, wie auch heute, wären die transzendenten Etüden vermutlich um einiges zu schwierig gewesen für normale Pianisten. In dem Sinne, viel Spaß jetzt mit Wilde Jagd. Thank you.
Als nächstes möchte ich den Rest des Abends recht Skrjabin-lastig gestalten, zumindest meinen Teil des Konzerts, weil ich finde, dass Skrjabin ein sehr unterbewerteter Komponist ist. Man hört ihn recht selten in letzter Zeit in den allgemeinen Konzertprogrammen. Deswegen folgt jetzt die zweite Sonate von Skrjabin, die zwei Sätze hat. Einmal den ersten Satz und dann den zweiten Satz Presto. Die Sonate hat einen Titel, und zwar nennt sie sich die Ozeansonate. Weshalb werden Sie hoffentlich hören? Thank you.
Beenden werde ich meinen Teil des Konzertabends zunächst mit dem Prälude, nur für die linke Hand geschrieben, von Scriabin und danach mit einer der berühmtesten Etüden, die er geschrieben hat, die Opus 12 Nummer 8 in Dismoll. Einige von Ihnen werden Sie sicherlich erkennen.
Guten Abend, liebe Zuschauer, liebe Mitglieder und Freundinnen und Freunde der Chopin-Gesellschaft Hamburg und Sachsenwald. Sie befinden sich in der inspirierenden Sammlung von Jan de Vericha. Ich freue mich sehr, dass wir durch die Klänge des schönen Shigeru Kawai-Flügels die Holzkunst von Herrn de Vericha zur Resonanz und zum Vibrieren bringen können. Für uns spielt die Unterstützung der jungen Talente eine wichtige Rolle, und zwar besonders jetzt in der Corona-Zeit. Heute erleben Sie zwei junge Talente, Malte Henrik-Gohr und Lisander Burley. Meine Damen und Herren, das ist schon unser fünftes Livestream-Konzert. Seit 2013 veranstalten wir zahlreiche Konzerte und Projekte. Seit 2018 das jährliche Chopin-Festival im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Wir möchten uns bei unserem Hauptsponsor Orlen Deutschland und ihren Star-Tankstellen für die Unterstützung herzlich bedanken. Schauen Sie das Interview mit Herrn Oskar Schieber, dem Geschäftsführer von Orlen Deutschland, an. Lieber Herr Schieber, Orlen Deutschland unterstützt auch in der schweren Corona-Zeit die Chopin-Gesellschaft Hamburg und Sachsenwald, worüber wir sehr froh sind. Warum ist Ihnen und Ihrem Unternehmen die Unterstützung von Kultur so wichtig? Das machen wir mit viel Vergnügen natürlich. Wir als Orlen Deutschland fühlen uns als Botschafter der polnischen Kultur in Deutschland. Wir sind die größte polnische Firma in Deutschland. Aber normalerweise sind wir nur als Betreiber von Tankstellen bekannt. Das macht für uns was anderes, wenn wir einfach die schönsten Stücke von Polen in Deutschland zeigen können. Worauf freuen Sie sich an diesem Abend besonders? Ich würde gerne heute alle Werke von Chopin hören, aber wir haben heute auch die Werke von Bach. Das ist doch der Meister von Polyphonie, und das macht ja auch viel Spaß. Emil Reinhardt sagte zu Beginn des Livestreams am 9. Juni, er sei dankbar, dass das Internet uns in dieser schweren Zeit verbinden könne. Ist dies vielleicht sogar eine Chance für die Kultur, neue Wege zu gehen? Ja, natürlich. Deshalb machen wir doch solche Sachen. Und deshalb sagten wir von Anfang an, wir wollen sowas machen. Wir wollen im Internet auch die Konzerte präsentieren. Das lässt einfach uns neue Generationen für die Kultur, für die Musik gewinnen. Viele Künstler leiden leider darunter, dass sie im Moment nicht mehr auftreten können. Oft reichen die Gagen gar nicht mehr für den Lebensunterhalt. Fürchten Sie denn, dass das kulturelle Leben nach Corona ärmer sein könnte? Also hoffentlich nicht. Ich glaube, wir werden noch lange damit Probleme haben. Das ist eine besondere Rolle für die Unternehmen, so wie wir, dass wir auf diese Weise das Kulturleben unterstützen werden und einfach auch die verschiedenen Personen, Musiker, alle, die sowas für uns bringen, unterstützen werden. Was wünschen Sie sich in Zukunft von der Zusammenarbeit mit der Chopin-Gesellschaft Hamburg und Sachsenwald? Ich hoffe auf die weitere gute Zusammenarbeit. Wir wollen diese Zusammenarbeit entwickeln. Wir haben viele Pläne gemacht. Ich will heute noch nicht alles sagen, aber es wird wirklich, wirklich viel geplant. Und wir kommen zu unseren Zuschauern immer wieder mit einigen neuen Projekten. Möchten Sie denn den Zuschauern heute noch etwas auf den Weg mitgeben? Heute möchte ich Ihnen einfach viel Spaß wünschen. Genießen Sie diesen Abend. Das macht wirklich Spaß, mit Ihnen immer weiter zu bleiben.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, heute in dieser doch noch immer sehr ungewöhnlichen Situation für Sie zu spielen. Das war von Johann Sebastian Bach die Toccata in E-Moll. Nun geht es ganz im Sinne der Chopin-Gesellschaft weiter mit Musik von Frédéric Chopin, nämlich seinem dritten Scherzo in Cis-Moll, das er unter Lungenbeschwerden leidend auf Mallorca komponierte. Betitelt ist es Presto con Fuoco, also schnell mit Feuer.
Über 19 Jahre seines Lebens komponierte Chopin 21 Nocturnen. Das sind größtenteils sehr meditative Stücke, die eine ganz besondere Stimmung erfassen können. So auch Nummer 17 in H-Dur.
Als nächstes spiele ich ein Stück französische Musik aus dem 20. Jahrhundert, nämlich von Maurice Ravel, Jeux d'eau, Wasserspiele. Ravel selbst sagte, dieses Stück sei die Grundlage für die musikalischen Neuerungen in seiner Klaviermusik. Und er überschrieb es mit einem Zitat von Henri de Rigny. Dieses lautet: Flussgott, der lacht, weil ihn das Wasser kitzelt. Thank you.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Frau Anne-Sophie Deray, Geschäftsführerin von Kawai Hamburg, ist heute hier vor Ort. Frau Deray, Kawai Hamburg unterstützt nun schon zum zweiten Mal ein Livestream-Konzert der Chopin-Gesellschaft Hamburg und Sachsenwald. Was kann ein Pianohaus tun, um Kultur in Corona-Zeiten zu ermöglichen? Ja, zuerst einen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ja, das Coronavirus hat Kulturschaffende besonders hart getroffen. Von heute auf morgen haben die Künstler keinen Auftritt gehabt. Die waren ohne Einkommen und das war besonders schwer. Also als Geschäftsleiterin habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie wir die Künstler unterstützen konnten. Unsere Teilnahme an der Konzertserie der Chopin-Gesellschaft ist eine Brücke zu den Herzen der Künstler. Das erste Konzert dieser Konzertserie fand Ende Mai in unserem Shigeru Kawai Lounge. Tsushima hatte konzertiert. Wir haben die Lounge in einer Bühne umgewandelt und es entstehen ganz tolle Aufnahmen von solchen Konzerten, die die Künstler zukünftig benutzen können. Ja, also Kunst ist existenziell. Wir brauchen die Kunst und die Kultur muss weiterleben. Ja, alles tun dafür. Und wenn die Konzertsäle geschlossen sind, dann müssen wir kreativ sein, um weitere Bühnen zu schaffen. Also unser Shigeru Kawai Lounge hat eine große Rolle gespielt im Sommer. Wir haben den besten Studenten von Professor Rutkowski die Shigeru Lounge zur Verfügung gestellt. Und wir haben die Lounge in ein Aufnahmestudio umgewandelt. Also diese Aufnahme konnten wir auf Facebook posten und Livestream, das war genau. Ja, also das war natürlich die große Unterstützung und das geht natürlich weiter. Ja, vielen Dank. Darüber sind auch wir sehr, sehr froh. Sie hatten gerade schon die Kreativität und auch die Kawai Shigeru Lounge angesprochen. Jetzt stellt sich uns noch die Frage, Kawai ist ja in Hamburg, wie Sie gerade meinten, auch sehr, sehr aktiv und engagiert sich stetig in neuen Projekten. Wie wichtig ist dabei für Sie die Unterstützung speziell der jungen Talente? Ja, also Kawai Hamburg also spielt und als Geschäftsleiterin von Kawai Hamburg möchte ich also die Künstler unterstützen. Auf jeden Fall, wir suchen Ausnahmetalent, natürlich mit der Unterstützung von Professoren, wie Professor Hubert Rutkowski. Und diese Studenten sind noch nicht fertig mit dem Studium. Meistens am Beginn vor einer Karriere. Und die Studenten also sollen diese Erfahrung sammeln, so viel wie möglich konzertieren auf unterschiedlichen Bühnen und in verschiedenen Konzertsälen auf Flügel von verschiedenen Klavierherstellern. Und ich denke natürlich als Geschäftsleiterin von Kawai Hamburg auf unserem Shigeru Kawai Flügel und wenn man sich ein bisschen interessiert an die Klavierwelt und internationalen Klavierwettbewerb, es stehen immer häufiger Shigeru Kawai auf der Bühne. Also wir unterstützen auch die Künstler, Pianisten für die Vorbereitung eines Konzerts. Und vor kurzem haben wir ganz neue Räumlichkeiten gegenüber unseres Geschäfts mit fünf Übungsstudios mit entweder einem Flügel oder einem Klavier. Genau, also
Ich wollte auch sagen, dass wir vor 3 Jahren das Geschäft geöffnet haben und seitdem wir haben eine Konzertreihe für junge, hochtalentierte Pianisten gegründet. Und das ist ganz toll natürlich. Und wer weiß, diese Pianisten werden vielleicht zukünftig Shigeru Kawai-Künstler sein. Also. Ja. Umso mehr genießen Sie heute noch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den Klang des schönen Shigeru Kawai-Flügels. Danke, Frau Dere, für diese wunderschönen Einblicke und für diese wirklich guten Erläuterungen. Ich glaube, damit sind wir alle sehr viel weitergekommen. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was wäre dieser Livestream-Konzertabend ohne eine Überraschung? Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und freuen Sie sich auf eines von 5 exklusiven Gewinnpaketen. Darin enthalten sind jeweils eine CD des 2. Chopin-Festivals Hamburg 2019, das im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg live aufgenommen wurde. Dazu verfeinern Sie sich dieses CD-Erlebnis mit je einem Kaffeepaket von Olli Deutschland mit ihren Star-Tankstellen. Dazu, um zu gewinnen, brauchen Sie lediglich die folgende Frage richtig zu beantworten. Und zwar, welche jungen Pianisten erleben Sie im heutigen Livestream-Konzert? Schreiben Sie Ihre richtige Antwort einfach unter den Facebook-Livestream. Die Gewinner werden dann über Facebook benachrichtigt. Alle anderen Musik- und Kaffeeliebhaber können die Festival-CD an den üblichen Verkaufsstellen und die qualitativen Kaffeeprodukte an den Star-Tankstellen probieren und erwerben. Kawai und wir von der Chopin-Gesellschaft Hamburg und Sachsenwald freuen uns bereits sehr auf das nächste gemeinsame Chopin-Festival, was im Juni 2021 stattfinden wird. Und nun lassen wir diesen wunderbaren Abend mit Werken Chopins ausklingen. Hören wir nochmals Lysander Barley mit Frédéric Chopins 12 Etüden, Opus 25, daraus Nummer 1 und 9, sowie als Abschlusswerk die sogenannte Revolutionsetüde, Opus 12, Opus 10, Nummer 12. Viel Freude dabei!